aber wir können noch ein bisschen Zucker mitnehmen. Und hier ein bisschen Sand. Okay, vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, bis es dunkel wird. Wo ist die Sonne? Naja, gehen wir zurück, wir haben noch viel zu tun. Naja, es wird dunkel. Oh, und hier ist eine Höhle. Ist die tief genug? Nein. Wir machen mal hier das Bett hin. Falsch. So. Schön schlafen. Guten Morgen. Die restliche Kohle mitnehmen. Und das Schwein ist runtergestürzt. Das ist wieder Limestone. Kann sicher auch irgendwelche Ziegel herstellen aus denen. Oh, eine Riesenart voller Kohle. Nicht schlecht. So, und hier noch ein bisschen. Okay, schon besser. Keine? Ja. Okay. Okay. Den kennen wir aus Towncraft. Habe einige Zeit lang Feed the Beast Light gespielt und Ultimate. Da gab es dort schon Towncraft 3. Aber ich weiß nicht mehr so viel. Ich wusste eigentlich fast nie etwas über Timecraft. Meine Erklärungen sind nicht sehr gut in diesen Mods. Muss alles irgendwie selber herstellen können oder nachschauen. Man kann zwar Rezepte herausfinden, aber was man mit den Sachen aus Timecraft machen kann und so, das wird nicht erklärt, nur die Rezepte. Also ich denke, wir bleiben hier nicht so lange. Ist überall Meer und ja, da machen wir nur ein kleines Blockhaus mehr, nicht? Ist das Wake Bloom? Okay. Die geht jetzt automatisch hier rein. Machen verschiedenes. Ja. Wieso bist du jetzt zweigeteilt? Ja, so war. Machen wir die zweite Reihe aus diesem Holz.
Machen wir ein gestreift. Ein gestreiftes Häuschen. Kann es sein, dass die Pflanzen immer wieder so aufploppen? Weil dort habe ich garantiert keine Erdbeeren gesehen. So, also setzen wir hier mal ein paar der Fichten hin. Fichtensetzling. So. Gehen wir mal hier hoch. So. Nächste Ladung. Geh weg, bitte. Du hütest unser Haus, bitte. So, 4, 5. Nehmen wir die Steinhoe raus und tun die Setzlinge mal rein. Zucchini, cool. Das ist eins meiner Lieblingsgemüse. Carmella. Auch keine Ahnung, was das ist. Tomaten. Nice. Und eine Beete. Oder Beet. Keine Ahnung. Hier noch ein paar Weizen her, hinsetzen. Weizen, hier haben wir noch paar Snip. Da Weizen, Carmella, Matte Artischocke. Walnuss. Okay. Die Spruce-Barrikade tun wir jetzt mal. Ja, sieht jetzt nicht so besonders. Das einfach mal hier hin tun. Ja. Okay. Hier ist noch einen schwarzen Samen. So, Carmella Mandrake. Artischocke bringt's nicht, also können wir nicht pflanzen. Aber ein Mandrake und ein Turnip. Okay. Keine Ahnung, welche jetzt hier schon ausgewachsen sind. Crop ist das. Okay. Haben wir schon einen stattlichen Garten. So schnell kann das sein.
bauen wir mal das Haus weiter. Auch noch eine Erdnuss, okay. Pflanzen wir auch. So, Karotten, Limestone, eine Torch. Machen wir das Dach. Falsch. Irgendwie ist meine Maus ein bisschen zu sensibel eingestellt. Aber ja, ging. Ja, sieht relativ gut aus. Jetzt machen wir den Boden aber aus der dunklen. Aus dem dunklen Holz. Uns weiter ausgegangen, aber kann gleich schlafen. Ist er schon fertig? Nö. Das auch noch nicht. Camilla ist wahrscheinlich Kamille. Oder sonst irgendetwas. Karotten sind fertig. Wir brauchen also vom dunklen Holz noch ein bisschen, vom Fichtenholz. So wächst du irgendwie nicht. Oder brauchst du länger? Keine Ahnung. Also, haben wir genug Holz. So. Noch eine Türe, da kommen dann später noch ein paar Fenster hin. Zuerst müssen wir mal ein bisschen meinen, sonst Sachen machen. Aber das nächste Mal. Ja, ich beende die Aufnahmesession für heute und mache dann morgen oder übermorgen weiter. Bis dann sind die Videos oben. Und ja. Ihr dürft gern mir Sachen schreiben, was ihr wollt, Wünsche oder ja, wie euch dieses Projekt gefällt, wie der Mod, also das Modpack euch gefällt. Sonst Sachen und ja, bewerten nicht vergessen und ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss und Dankeschön fürs Schauen. Bye bye. Gleich. So. Tschüss.